Warum sollte man als Autor meditieren und was haben Kampfkunst, Meditation und Kreativität gemeinsam? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir einen besonderen Gast heute eingeladen, einen alten Freund und Autor Jakob Graf. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Ja, und auch schon mal die ersten Fragen beantworten, warum du ein Gesprächspartner für unser heutiges Thema bist. Das habe ich mich auch gefragt. Nein, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Jakob Graf ist mein Name. Ich bin ja hauptberuflich Schauspieler, studierter Ethnologe und jetzt auch Autor. Du bist, also Mentor ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber für das Schreiben warst du immer eine, ja doch so eine archetypische Mentorenfigur für mich, weil du einfach verdammt viel gelesen hast, eine unglaublich komplexe, tolle Welt geschaffen hast in den Sachen, die ich von dir gelesen habe, in zwei Werken. Vielen Dank. Er ist eigentlich ein bezahlter Schauspieler, der mir 50 Euro gegeben hat, dass er das ja alles sagt. Genau, ja, richtig. Ja. Wir kennen uns aus der Kampfkunstschule, bei der ich schon seit über 25 Jahren dabei bin. Ich habe meinen Kung-Fu-Meistertitel dort gemacht. Was ein Kung-Fu-Meister ist, wäre, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Ja. Ich habe das Zertifikat und ich meine, ich bin Kampfkunst-Enthusiast. Ich kenne mich aus, ich habe mich damit befasst, aber ich habe zum Beispiel nie Wettkampfsport gemacht. Ja. Aber eben genau diese nicht wettkampfbezogene Kampfkunst, diese eher ganzheitliche, philosophische Kampfkunst, hat für mich einen viel wichtigeren Aspekt in mein Leben gebracht, der mir auch beim Schreiben sehr geholfen hat oder sehr hilft bei meiner Arbeit als Schauspieler, Autor und in allen kreativen Bereichen. In besagter Kampfkunstschule, Shoutout Meister Lau, unser Lehrer, bin ich ja auch seit jetzt mittlerweile fast 17 Jahren, glaube ich. Und dieses Zertifikat habe ich auch irgendwann mal bekommen. Ob ich es zu Recht habe, weiß ich nicht. Und ich bin auch ein begeisterter Vollkontakt-Kampfsportler. Also ich bin bei den sogenannten Dog Brothers dabei, ja, so eine internationale Organisation von Verrückten, die sich Vollkontakt ohne Regeln mit Stöcken haut und trainiere auch noch in einem MMA-Gym in der Stadt. Also zumindest mitreden, was Kampfkunst angeht, glaube ich, kann ich auch. Genau. Wie hängen diese Themengebiete zusammen? Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal damit ein, dass du vielleicht mir und dem Publikum ein wenig erzählst, was das für ein Buch ist, das du jetzt gerade geschrieben hast und das jetzt gerade erschienen ist. Und ja, dann schauen wir weiter. Es kommt ein Buch von mir raus, das Flaschenpost heißt, Tagebuch eines Weltraumpiraten. Da geht es um einen Mensch werdenden Außerirdischen. Und das Buch ist in Tagebuchform geschrieben und ist eigentlich entstanden, während ich an einem ganz anderen Roman geschrieben habe. Aber es war mir immer wichtig, etwas, das ich im Kung-Fu, in der Kampfkunst gelernt habe, auch ins Schreiben zu übertragen, nämlich die Disziplin, jeden Tag was zu tun. Nicht einmal die Form lernen und sagen, die kann ich und oder ja, Freikampf habe ich mal gesehen, sondern wirklich dieses ständig an dem Muskel dran sein, immer arbeiten und grinden sozusagen. Ja, ja. Und das war mir wichtig, wenn es auch in dem Roman nicht weiterging, habe ich trotzdem mich hingesetzt und meine 2, 3, 4 Stunden, wie viel ich halt Zeit hatte, geschrieben. Und kannst du jetzt vielleicht ein bisschen zusammenfassen, ohne große Spoiler natürlich, worum es geht? Ja, natürlich. Es geht um einen Mensch werdenden Alien, also eigentlich ein Alien, der auf Forschungsreise von der molbischen Sternenflotte angeleitet auf der Erde strandet. Und das Protokoll der molbischen Sternenflotte ist dann leider, dass du dir, wenn du strandest, wenn da was schief läuft, dass du dir ein Wesen aussuchen darfst, das du werden willst, und die holen dich dann irgendwann wieder ab. Das Brom transformiert ihn dann wieder zurück in seine Welt. Coole Idee. Aber er muss erstmal sich ein Wesen aussuchen und die Molbis sind sehr überrascht, dass er sich den Mensch auswählt, weil das wäre niemandem jemals. Ja, da muss man schon ein bisschen masochistisch bisschen sein, verrückt wahrscheinlich. Sein, genau. Und er wählt aber diesen Mensch und die Transformation äußerlich geht auch sehr schnell, aber er ist quasi
noch sehr in seiner Philosophie des Aliens, okay, von dieser Eins mit dem Brom sein. Okay. Und sieht halt, ist eigentlich ein bisschen naiv, vielleicht sogar ein wenig treu-doof in seinen Herangehensweisen, erlebt die menschliche Normalität, den Alltag als menschwerdendes Alien und ja, ist eigentlich weise durch seine Eins mit dem Brom-Philosophie, aber andererseits auch ist es ein bisschen lustig und für Kinder, glaube ich, gibt es einige, die ein oder anderen Lacher. Und er erlebt wirklich ganz für uns normale alltägliche Dinge, hat er einfach eine ganz andere außerirdische Perspektive da. Okay, spannend, spannend. Also die Grundidee finde ich auf jeden Fall mega cool. Eins mit dem Brom sein, das, also die Formulierung, da höre ich, bilde ich mir ein, eben schon so leicht buddhistische Akzente, ja, irgendwie raus. Und da würde ich jetzt mal die Kurve auch schlagen. Hat die Kampfkunst, würdest du sagen, hat die einen Einfluss auf dein Schreiben oder deine kreative Arbeit generell gehabt? Also sei es jetzt Schreiben, sei es Schauspiel. Also ich würde sagen, zwei ganz klare Einflüsse hat die Kampfkunst in meinen kreativen Prozess als Schauspieler und auch als Autor. Also vor allem als Autor, das ganze Philosophische, der Buddhismus, aber auch der Taoismus hat mich sehr interessiert im Rahmen des Studiums auch, wo Sinologie mein Nebenfach war. Ich war mal bei einem, wie du auch weißt, glaube ich, taoistischen Meister in Taiwan, der mir einen anderen Stil beigebracht hat und sehr viel über das Dao gesprochen hat, wo ich, mein Chinesisch war leider nur bruchteilhaft vorhanden, aber ich habe darüber auch viel gelesen und das fließt schon immer wieder ein in meine Geschichten, aber vor allem der praktische Aspekt, was Kung Fu mit mir als einen suchenden Jugendlichen, der sehr viel Chaos im Kopf und in sich selbst hatte, glaube ich, es hat mir eine Struktur fürs Leben gegeben und es hat mir auch vor allem später für diese ich werde selbstständiger, freischaffender Künstler als Schauspieler und Autor, was eigentlich erstmal heißt, du bist sehr lange ohne Arbeit, hat es mir immer eine Struktur gegeben, zu sagen, dann setz dich hin, geh deine Formen durch, im Sinne von nimm den Stift in die Hand und schreib was, mach deine Stimmübungen. Ja. Und also dieses kleine Universum der Kung-Fu-Schule habe ich auf jeden Fall gelernt, aufs Leben zu übertragen. Okay. Und auch sehr wichtig für meinen kreativen Output. Okay, gewesen. Ja, spannend. Ich schlage noch einen Bogen sozusagen, weil ich auch das Thema Meditation in diesem Zusammenhang wahnsinnig, wahnsinnig spannend finde. Also ein Buch, das du ja, glaube ich, auch kennst von Irvin Yalom, das ist ein sehr bekannter amerikanischer Schriftsteller, die Schopenhauer-Kur. Da gibt es eine Szene, in der eine Frau einen Vipassana-Retreat macht, also Vipassana für die von euch, die jetzt vielleicht mit Meditation noch nicht so viel Erfahrung haben. Das ist eine Meditationsform aus dem Theravada-Buddhismus. Also das bedeutet einfach, die Dinge so sehen, wie sie sind. Das ist eine sehr, sehr schlichte Meditationsform, sage ich jetzt mal. Da wird also nichts gechantet oder groß visualisiert oder sowas, sondern ja, es ist in erster Linie richtet sich das auf die Beobachtung des Atems. Und da gibt es eine Szene, diese Frau geht eben in diesen Ashram, kann man nicht wirklich sagen, aber also in diesen Ort, wo sie diesen Retreat eben macht, macht auch ihre ersten Erfahrungen mit Meditation und merkt, wie sie so eigentlich auch sehr schnell in diesen Zustand von Leere irgendwie sich einfindet und dann sieht sie irgendwie, hat sie wie so eine Art, ich weiß nicht mehr, ob es ein Traum ist oder ob es so ein Geistesblitz ist, wo sie so wo ihr ein Zitat dann einfällt von Nietzsche, man muss noch Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Und dann gibt es also dann eine, wie ich finde, wahnsinnig pathetische Wendung, dass sie das dann alles hinter sich lässt, weil sie also das Gefühl hat, so ja, also so alles, was irgendwie wild und kreativ in ihr ist, das wird durch die Meditation irgendwie so weggeschmirgelt, wo ich einfach nur sagen kann, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung dieser Herr Yalom mit Meditation hatte. Also meine Erfahrung mit Meditation ist eine völlig andere. Für mich ist Kreativität erst im Vollsinne möglich geworden, als ich mit dem Meditieren angefangen habe. Jetzt würde mich sehr interessieren, wie ist es für dich? Also wo ist für dich sozusagen, also gibt es dann Bindeglied noch zwischen diesen Elementen, jetzt Kreativität und Kampfkunst und Meditation? Das ist eine super spannende Frage und ich denke, im Schauspielbereich ist auch oft
die Frage, also ich glaube, Lebenserfahrung gibt dir sehr viel, um kreativ zu werden. Und wenn du auch psychologisch oder irgendwo an einem Ordeal, also an einem Tiefpunkt warst und halt einfach kämpfen musstest und so, dann kannst du daraus schöpfen, ganz klar emotional als Schauspieler. Du kannst darüber schreiben als Autor. So ein gewisses Maß an Chaos in deinem Leben gibt dir Stoff, davon zu zehren und zu arbeiten. Aber wenn du noch so sehr in diesem Chaos gefangen bist, wirst du es wahrscheinlich nicht gut umsetzen können, denke ich. Und das war zumindest, was Kung Fu mir gegeben hat, eben, und auch die Meditation, weil wir davon gesprochen haben, eine ganz klare Linie zu, was alles gerade nicht wichtig ist, diese ganze Background-Noise, das dir das Leben gibt, das ganze Chaos, mal loszulassen und zu sehen, okay, da geht dein Weg hin vielleicht, da ist der nächste Schritt und da ist der nächste Schritt. Und wenn man sich unsicher ist oder wieder in dem Chaos verfällt, wieder zu meditieren. Ich habe das irgendwann, ich meine, ich habe es gehasst am Anfang zu meditieren, wirklich. Ich wollte irgendwie High Kicks lernen, einen Salto springen. Und der Meister hat auch wirklich anfangs immer noch gesagt so, ja, werden wir lernen, aber erstmal hinsetzen, meditieren. Und er hat uns auch schon noch am Anfang Tai-Chi-Sachen, die gar nicht zum Kung-Fu gehörten. Und wir dachten uns so, was ist denn das hier? Und irgendwann kam aber der hat es Klick gemacht bei mir und ich habe das vor Schulaufgaben gemacht. Ich habe das später, vor ich auf die Bühne gehe, gemacht, vor ich vor die Kamera gehe. Heute noch versuche ich zumindest eine Qigong, einfach ein bisschen den Atem zu beruhigen. Und das ist sehr spannend, weil du gefragt hast, weil das ja in diesem Zitat oder in dem Schopenhauer-Kur geht das ja so ein bisschen so, nee, Meditation ist komplett falsch für Kreative. Ja. Und mir persönlich, ich glaube, das ist sehr subjektiv, aber mir hat das sehr geholfen, um aus dieser Leere der Meditation, nenne ich es jetzt mal, in Emotionen zu gehen fürs Schauspiel oder eben zu schöpfen, so bereite dich jetzt vor darauf zu schreiben, dich hinzusetzen für die kreative Disziplin. Ja, ist ja eigentlich ein schönes Beispiel für den alten buddhistischen Satz, die Leere bringt unendliche Dinge hervor. Also der ist für mich so die Quintessenz des Ganzen, weil ich das Gefühl habe, so in der Kampfkunst, ja, Musashis Fünf Ringe, ja, das zentrale Buch, das letzte Buch, das Buch der Lehre. Daraus kommt die ganze Bewegung der Kampfkunst. Wenn ich schreiben will, ich brauch Stille in meinem Kopf, dann können die Ideen entstehen, das ist wie die weiße Fläche, auf der der Künstler malen kann. Und die Meditation verlangt danach, sowieso. Also ich glaube, Die Erfahrung der Lehre, das Suchen der Lehre, das ist eigentlich etwas, was jedem Kreativen und auch, ich meine, ich glaube auch Kampfkunst ist letzten Endes ein Feld von Kreativität, ja, was jedem kreativen Menschen nur gut tun kann und wo ich sage, ja, es gibt wahrscheinlich niemanden, der sich's leisten kann, das einfach so zu ignorieren. Das kann ich nur, also ich kann dem allen zustimmen und ich glaube auch, dass jeder, der vielleicht nicht unbedingt aus der Kampfkunst kommt, aber Autor ist, irgendwo einen meditativen Aspekt im Schreiben findet und hat. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, bei mir war es einfach diese Struktur, die mir Kampfkunst gegeben hat, auch auf das Dasein eines Autors oder Schauspielers oder Kreativen zu münzen, ganz wichtig. Aber ich habe auch zum Beispiel ein Mantra fürs Schreiben, das ich mir selbst, so ein Gedicht zum Heraufbeschwören der Musen, dass ich jedes Mal... Also das hat auch, ich habe das irgendwo anders her, das haben wahrscheinlich schon viele Autoren vor mir gemacht, aber ich habe mir dann eins für mich geschrieben und das ist ein bisschen wie so, sich so Set und Setting vorzubereiten auf und jetzt schreibe ich, egal was ist. Ich würde die Eingangsfrage, warum ich als Autor meditieren sollte, so ganz, also mal ganz plakativ darauf runterbrechen, mit einem Vergleich, dass ich sagen will, ja, wenn ich Musik machen will, dann brauche ich auch Stille als Hintergrund. Ja, wenn überall Lärm ist, dann kann ich die Musik nicht hören. Genauso, wenn in meinem Kopf Lärm ist, dann werde ich, ja, wie du gesagt hast, ja, dann werde ich die Muse nicht hören. Ja. Ein Autor, glaube ich, tut sich einen Riesengefallen, wenn er sich eine Methode sucht, mit der er einfach für sich Stille erzeugen kann. Und in dieser Stille können dann eben unendliche Dinge wachsen. Mein Lieber, tausend Dank, dass du hier warst. War mal wieder richtig spannend, mit dir zu sprechen. Freue mich riesig auf dein Buch. Da wird es natürlich hier auch eine
eine Rezension dazu geben. Ja, natürlich, der innere Reich Ranitzky läuft schon warm. Und wünsche dir einfach ganz viel Erfolg für das Buch und natürlich auch für die weitere schauspielerische Karriere. Und wir haben alle Links, wo man den Jakob finden kann, Social Media mäßig verlinkt. Also auf Instagram bin ich aktiv als Schauspieler, jakob_of_life, Jacob of Life. Und natürlich Flaschenpost, Tagebuch eines Weltraumpiraten, das werdet ihr auch auf anderen Kanälen noch finden. Folgt dem Jakob, er macht viele spannende Sachen und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.